Check, check, check. Ich bin der Erik. Ja, ich bin Clemens. Zusammen bauen wir einen Online-Shop für fair gehandelte und nachhaltige Mode. Also das, was uns letztendlich dazu bewegt hat, den Online-Shop tatsächlich in die Wege zu leiten, war eine Bandbreite von Schlüsselerlebnissen. Von Fabrikeinstürzen in Bangladesch über Kinderarbeit. Also ich habe eine Vorlesung besucht an der TU. Da ging es um die Macht des Verbrauchers. Da ist mir eigentlich bewusst geworden, dass in der Richtung Lebensmittel einfach schon unendlich viel passiert. Aber in der Textilbranche ist es einfach noch eine absolute Nische. Und wir wollten halt dieses Konzept wirklich nutzen, um die Textilbranche ein Stück fairer zu machen. Ja, einige von den Labels, die wir gefunden haben, sind zum Beispiel Knowledge Cotton Apparel aus Dänemark, Monkey Jeans aus England und Bleed, das ist ein deutsches Skatewear- und Surfwear-Label. Dresdner Label haben wir leider noch keins gefunden. Wer sich bei uns melden will, einfach anschreiben und wir gucken, was da geht. Also damit ein Label in unseren Katalog kommt, müssen zwei wesentliche Dinge erfüllt sein. Zum einen muss der Grundstoff ökologisch sein und zum anderen müssen die Arbeitsbedingungen stimmen. Und dazu vertrauen wir im Wesentlichen auf die GOTS, also Global Organic Textile Standard. Das ist ein Standard, der einfach von Grund auf überwacht, dass alle Stoffe rein ökologischer Basis sind. Zum anderen die Arbeitsbedingungen werden hier in Europa vor allem überwacht von der Institution, die heißt Fairwear Foundation. Da geht es darum, wie sind die Arbeitsbedingungen, wie wird entlohnt, gibt es Kinderarbeit. Auf Crowdfunding sind wir aufmerksam geworden durch ein Stadtcamp, das dieses Jahr stattfand. Da wurde uns eigentlich klar, wie einfach es ist, Projekte mit einer Gemeinschaft zusammen umzusetzen. Was aber wahrscheinlich die größte Herausforderung ist, das eigene Konzept so knackig rüberzubringen, dass die Leute, die nicht nur auf die Seite gehen, sondern dann auch noch bereit sind, den einen oder anderen Euro für die Idee zu geben. Mittlerweile liegen wir eigentlich so im Zeitplan, dass, wenn alles gut läuft, es Ende Januar losgehen kann. In der Planung des Webshops sind wir soweit, dass wir mit verschiedenen Webdesignern in Kontakt stehen und mit ihnen besprechen, was wir machen können, wie zum Beispiel 360-Grad-Fotografie oder die sogenannte Umkleidekabine 2.0. Unsere Crowdfunding-Kampagne endet am 31.12. um 23:59 Uhr. Das heißt, wir feiern mit Freunden nicht nur Silvester, sondern hoffentlich auch eine erfolgreiche Crowdfunding-Finanzierung. Und damit das auch so klappt, unterstützt uns auf dresden-dorstadter.de, damit dieses Jahr für uns auch richtig gut endet.